Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Officer Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder Police Simulator Patrol Officer, das heißt das Spiel ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit unserem Polizeialltag hier auf meinem Kanal. Ja, ich bitte zu entschuldigen, dass ich gestern die Folge ausfallen ließ. Erstes lag es ein bisschen daran, dass ich gedacht habe, ich hätte noch eine Folge offen. Dem war leider nicht so. Und zweitens hatte ich tatsächlich, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, gesagt, komm, ich nehme ein bisschen was auf, gestern tatsächlich nicht wirklich die Lust zu sagen, ey, ich setze mich jetzt ran und alles drum und dran. Durch Arbeit und jetzt habe ich ja gesagt, ich will einfach einmal jetzt einen Tag frei. Ich habe sonst jeden Tag jetzt ein bisschen was getan. Habe ich gesagt, gestern jetzt nehme ich mir mal einen Tag frei für mich und zocke ein bisschen privat. Und ja, jetzt geht's aber weiter mit unserem Polizeialltag hier und mal schauen, was es heute so erwartet. Wir haben immer noch ein paar Sachen offen. Wir könnten hier mal Chester, wir müssen tatsächlich noch 135 XP sammeln, um einen weiteren Stern zu haben, um damit den nächsten Shuttle freizuschalten. Also heute müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Was nehmen wir denn heute mal? Chester. Doch, wir gehen heute mal nach Chester. So, Schicht 15 Minuten, Fahrzeugstreife auf Abend. Gucken wir mal, was uns heute so erwartet. Hoffentlich wieder kein Unfall. Hoffentlich kein Bug. Ihr habt es ja mitbekommen in der letzten Folge, dass ich tatsächlich das Spiel nochmal neu starten musste, mehr oder weniger. Weil das Spiel schon laden musste, weil halt da der Bug passiert, dass ich nicht weiterkam. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So, starten wir durch heute in unseren Alltag. Wir haben heute den 15.11.22. Es ist Dienstag, also in-game. Und doch eine kleine Ankündigung habe ich auch für euch noch nebenbei. Dieses Spiel wird es definitiv nur bis zum 4.4. geben. Also sprich da. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Machen wir nicht. Genau, was ich sagen wollte, das Spiel wird es nur bis zum 4.4. geben, weil dann Hogwarts Legacy rauskommt und dass wir diesen Slot hier bekommen, auf jeden Fall. Dass ich das noch weiter kann. Und dann sagt dann, okay, das möchte ich schon zocken, das ist für mich wichtig. Und ja. Gut, fahren wir mal ein bisschen mit unserem Polizeiwagen durch die Gegend und gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Rotlichtzünder oder was auch immer noch haben. Geschwindigkeitsmesser brauchen wir nicht. Welches Fahrzeug hat? Kein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Warte mal, kriege ich das jetzt hinterher noch? So, also das Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Ja, dann machen wir das nochmal. Wieder ein Taxifahrer mal. Moinsen. Fahren, rot anbewegen, kein Blinkzeichen gesetzt. Ich habe Sie herausgewunken, weil Sie nicht geblinkt haben, als es erforderlich war. Ich bin sicher, dass ich den Blinker gesetzt habe. So, fragen wir mal nach Zeigen Sie mir Versicherung. bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Und wir sollten bis aufs Datum achten, auch bei beiden, dass nicht irgendwas abgelaufen ist. Das ist in Ordnung. Aber ich gucke mal mir die Versicherung an. Auch die ist tatsächlich in Ordnung. Maura Richardson ist es. Und da passt das tatsächlich. So, Verstoß bestrafen. Fahren. Kein Blinkzeichen gesetzt. Du kriegst natürlich eine Ich muss Strafe. Sie mit einem Bußgeld wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens belegen. Das macht zwischen 60 und 150 Boah. Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Das ist echt eine Arsche. Cool. Wäre viel Geld. Gut, Sie lassen können wir so jetzt laufen. gehen. Schönen Tag noch. So, die kriegt auf jeden Fall. Wie gesagt, wir brauchen einiges an XP. So. Wir gucken uns das ganze Ding mal an. Aber gefühlt ist es schon wieder ein Taxifahrer gewesen, ne?
So, und dieses Fahrzeug hat eine Unterbodenbeleuchtung, was nicht nur in Deutschland verboten ist. Guten Morgen. Kann ich nicht anlabern? Hallo? Warum darf ich nicht anlabern? Ernsthaft? Du haust mir einfach ab? So, gute Dame. Dafür, dass wir jetzt gerade abgehauen sind. Fahrer, fahren. Ne, Fahrzeug war das. Unterbodenbeleuchtung. Ich habe Sie wegen Ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Schuldig. Tja, machen wir mal einen kleinen Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen. Oh, die ist ein bisschen nervös, die ja, alle. Ja, natürlich, Officer. Die ist ein bisschen nervös. Mal gucken, ob sie uns noch ein bisschen was zu verbergen hat. So, auf jeden Fall ist es erstmal ein Führerschein. Und es ist nur der Führerschein. Das heißt, sie hat keinen Versicherungsschutz. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. Die hat keinen Versicherungsschutz, ne? Genau, das heißt, den wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte jetzt tatsächlich... So, ich werde erstmal einen Verstoß bestrafen und der heißt für Fahrer kein Versicherungsschutz. Dafür kriegst du schon mal den ersten. Hier ist dein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Zinke. So, den Verstoß bestrafen fürs Fahrzeug auf jeden Fall wegen der Unterbodenbeleuchtung. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Unterbodenbeleuchtung aus. Macht bis zu $200. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. So, auf jeden Fall dadurch, dass du gerade ein bisschen nervös bist, lasse ich dich erstmal... Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So, du wirst auf jeden Fall erstmal ein bisschen... So, warte mal. Dein Auto auf jeden Fall ist erstmal... Kann sein, dass das Auto konfiziert wird. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was haben. Komm her. Ja, du gehst aber schon so komisch, ne? So, Test. Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Die hat nichts. So, Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Negativ. Durchsuchen wir das Ganze mal. Abtasten. Nee, ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Illegales bei sich führen. Die ist auf jeden Fall, hat die gesagt, die ist nervös. Brille, Servietten, Fischereirechnung. Okay. Er hat ja keinen Versicherungsschutz, also du musst sie eigentlich in Handschellen. So. Hintergrundprüfung, Dokumente. Für den Führerschein. Du mal geschultes Fahrzeug. Versicherung. Warte mal. Du hast ja keinen. Offiziell keinen Links. Egal, Waffenbesitz, Betäubungsmittel, Pflichten. Nö, die K. Das heißt, darf sie gar nicht mit dem Auto fahren. Das wird auch so passieren. Das heißt, ich werde dich jetzt wieder dein Auto jetzt abschleppen. Nee, ich werde sie verhaften, wenn sie ohne Versicherungsschutz gefahren ist. Komm. Handschellen anlegen. Flüchten. Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Bitte, nein! Doch. So, du bleibst jetzt hier. Dein Auto wird definitiv abgeschleppt. Warte mal, ich kann ja... Die kommt jetzt auf jeden Fall aus meinem Knast, weil sie damit gefahren ist. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. So, die wird festgenommen, weil sie halt, wie gesagt, ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Und der Unterbodenbeleuchtung, das heißt, sie kriegt auf jeden Fall erstmal noch... Ich darf jetzt das Fahrzeug nicht suchen. Die wird auf jeden Fall festgenommen, klar.
Eine Handfeuerwaffe? Okay. Die wird nervös. Die hat eine Handfeuerwaffe im Auto gehabt. Deswegen ist sie so nervös gewesen. Die Karre wird wegkommen. Ich muss Sie bitten, zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu bringen. So. Ja, dazu. Also die ist auf jeden Fall schon mal wegen Waffenbesitz raus. Das hab ich... Wurfstern? Alter, was hat die im Auto? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Alter, die hat Waffen! Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Sehr gut. Da kommt schon der Abschlepper. Okay. Nice try. Volltreffer gelandet gerade mal. Wie gesagt, die hat einen Wurfstand und eine Handfeuerwaffe in der Karre. Ich warte jetzt gerade, bis der Abschlepper durch ist. Du kannst eigentlich das... Warte mal, ich kann nicht mit dem doch quatschen, dem Typen. Wie gesagt, die Karre ist ja weg. Die muss weg. Kannst du nicht irgendwie sagen... Ja, warte mal. Naja, eigentlich müsste sie jetzt... Gut, die ist ja mehr oder weniger weg. Aber sie hat die ist auf jeden Fall wegen illegalen Waffenbesitz ist die raus aus der Nummer. So, ich hoffe, dass die Karre jetzt richtig abgeschleppt wird von dem. Ja, da war schon mal auf jeden Fall ein Jackpot gelandet. Aber warum buchtet ihr nicht einfach rein, die Olle? Kann ich euch nicht bequatschen? Schauen wir nicht. Okay. Schade. Warum auch immer jetzt die Ampel so lange rot bleibt. Eigentlich müsste der Abschlepper durch. Schön, Sie zu sehen, Officer. Ja, jemand habe ich gegrüßt. Das ist sehr nett. Warte mal, dann grüßen wir mal zurück den Kollegen. Hi. Hallo. Moinsen. Schlange rot, die Ampel, ne? Naja, lass mal jetzt erstmal in Ruhe. Die Karre ist, kommt weg. So, fahren wir mal. Wird jetzt abgeschleppt, ihr Wagen? Warum? Frage, warum geht der Abflug, dauert der Abflugwagen so lange? Aber ist egal, ist nicht schlimm. Da haben sie ja. Da haben sie ja. So 35 Meilen per Hour, also der fährt genau richtig. So, check mal das ganze Ding mal an. Oh, hier ist schon wieder was. Der wird auf jeden Fall erstmal hier ab. Den muss ich abschleppen, den Kollegen. So. Also, interagieren. Fahrfeld mit Falschparken, positive Ausrichtung, zu weit auf der Fahrbahn. Erstmal auf dem Bürgersteig. Also, viel haben wir auch eh nicht zu tun. Die Schicht geht ja, wie gesagt, nur eine Viertelstunde. Statt zu den Falschparken. Parkabgelaufen haben wir nicht. Position in Ausrichtung entgegen der Fahrtrichtung. Kriegst du mich direkt noch eine Kron hinterher? So, jetzt gucken wir uns auf das Kennzeichen. Nicht, dass der wieder was abgelaufen hat, aber das sieht man nicht gerade. Was mit September? Das sehe ich noch. Aber ich sehe nicht. Komm, der kriegt doch eine Knolle. Ist das von vorne zu sehen? Nee, ist auch nicht. Nicht, dass der das Kennzeichen abgelaufen ist. Scheinbar. Abgelaufenes Kennzeichen, das kriegt man auch hinterher. Und ein Abschleppwagen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, da kommt jetzt der Abschlepper schon hinterher. Der wird sich das Auto jetzt krallen. Gucken wir uns das ganz einfach schön an, wie gesagt.
Viel, wenn wir eh nicht mehr zu tun haben, Leute. Also wenn wir das mal morgen machen, dann wird. Ja, gucken, dass wir vielleicht das nächste frei, den nächsten Stadtteil freigeschaltet bekommen. So, und adios, bye bye. Heute bitte mal ohne Unfälle. Das ist jetzt gar nicht zu Ende. Welches Fahrzeug? Der hier? So, du hast also eine rote Ampel überfahren, mein Freund. Jetzt mich gerade. Verarscht jetzt? Hast du mich gerade angefangen? Der will nicht, ne? Ich weiß, dass ich gerade meine Schichtung habe, aber wir werden trotzdem noch das Auto fertig machen hier. Fahrer, fahren rote Ampel. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über eine rote Ampel gefahren sind. Nein, nein, es war noch grün. Das stimmt nicht, mein Spiel sagt was anderes. So, Versicherung. Bitte Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Okay. Würde noch passen. Diese Person spricht undeutlich. Okay. Erstmal kriegst du auf jeden Fall fürs Fahren, für die rote Ampel, kriegst du auf jeden Fall erstmal ein Knöllchen. Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. So viel Geld habe ich nicht. Das interessiert mich nicht. Außerdem steigen Sie jetzt erstmal aus, Kollege. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Deswegen lasse ich ihn gerade erstmal. Ich hoffe, dass du mir jetzt nicht abhaust. Ich stehe dem Kollegen mit dem Falschparker im Weg. Aber es ist mir gerade egal. So, du wirst auf jeden Fall mal. Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. 0,11. Okay. Das heißt, du wirst auf jeden Fall erstmal festgehalten. Fahren. Warte mal. Fahrer. Okay, kann ich nicht. So, dann kriegst du auf jeden Fall noch einen Drogentest. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Okay, das ist negativ. Fakt ist, kann ich den Verstoß? Ich werde hier viel für Handschellen anlegen. Betäubungsmittel. Ich glaube, das wird jetzt was anderes, ne? Fakt ist, dein Auto ist weg. Kann ich hier nicht überraschen? Reinziehen, Tatort. Nee, kann ich nicht. Anweisung geben. Verstoß bestrafen. Fahren. Fahren. Kann ich dir nicht. Wieso kann ich dir nicht. Wieso kann ich dich nicht bestrafen wegen deinem Alkoholtest? Blöde Frage, nächste Frage. Du bist ja besoffen Auto gefahren. Ah ja, genau. Alkohol. Ich muss Sie wegen Trunkenheit am Steuer festnehmen.
Jo. Bitte, nein! Doch, du bist besoffen, Auto gefahren, das Thema ist erledigt. So, das habe ich mich gesucht. So, Verstoß bestrafen. Fahrer, kann ich dich jetzt bestrafen? Nein, kann ich nicht, immer noch nicht. So, dann durchsuche ich dich jetzt. Ich muss sie durchsuchen. Was noch dabei hast. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So, ich werde dein Auto noch durchsuchen. Ich weiß, dass ich jetzt gerade überziehe. Es wurden keine Gegenstände gefunden. So, das heißt, ich warte jetzt, bis du hier fertig bist und suche dein Auto erstmal. Ob da nicht irgendwas noch drin ist. Fahrzeug durchsuchen. Nichts, okay. Fahrzeug durchsuchen. Ja, du hast Zigaretten drin, okay. Also, ich kann definitiv nicht weiterfahren. Er wird jetzt in den Knast gehen, in eine Aufsichtungszelle und dann wird das Auto definitiv auch abgeschleppt. USB-Stick, okay, das ist nichts Wichtiges. So, interagieren. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Der ist weg. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Und? Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. So, der ist weg. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. So, Thema erledigt. Dann setzen wir mal unser Auto weg, nicht dass hier die, bis der Dick sich rankommt. Machen wir hier mal weiter ein bisschen... So. Da ist die Verstärkung, der wird den jetzt mitnehmen. Sie kennen die Stadt und steigen Sie in den Polizeiwagen. Keine andere Wahl. Ja, der ist auf jeden Fall bis auf dem Auto gefahren. Das wird er jetzt auf jeden Fall ziemlich bitter bereuen. Wo ist denn der Streifen? Wo ist denn eigentlich der. Ach, da vorne. Der hält gerade übelst im Verkehr hier auf. So. Danach machen wir mal Feierabend für heute. Der geht auf jeden Fall tatsächlich rein, weil die alte eben von eben nicht der Fall war. Gut, Thema. Der stellt ein bisschen unorthodox, aber gut. Kann er fahren? Nee, fährt er nicht. Okay, er ist weg. Hat den Typen mitgenommen. Und wir machen jetzt einmal Feierabend für heute. Wir fahren zurück aufs Residuum. So, ich weiß, dass da gerade ein Falschparker stand. Gucken. Warte mal. Wer das bezahlen wir? Sind wir denn gerade von Bayern und Polizeirevier? Kann das sein? Glück gehabt, Glück gehabt. Na klar, hier. Feierabend für heute. Wir haben einen erfolgreichen Tag hinter uns gebracht. So, gucken wir, der, wo mein Platz hin ist hier. Da, ist er. Schicht beenden. Gut, dann haben wir das für heute durch. Die Frage ist, ob wir jetzt was Neues kriegen. Was haben wir denn? Wir haben mehrere Verkehrsdelikte, wir haben Parkdelikte und wir haben, glaube ich, die EP voll, um den nächsten Stadtteil frei zu machen. So, wir haben eine neue Ausrüstung freigeschaltet, eine Winkerkelle. Damit können wir tatsächlich Verkehrskontrollen machen. Ja, genau.
Und ein neues Stadtteil mit Elcombe. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir ein paar Verkehrskontrollen. Bis dahin. Ciao.